Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Age of Empires 2. Und unsere berittenen Bogenschützen versuchen hier gerade alles durch, alles kaputt zu ballern, was sie so kriegen können. Ach, guck mal, das sind ja interessante Bäume. Baum G, aha. Baum K, Waldbaum. Okay, Baum G und Baum K haben aber deutlich mehr Holz als die Waldbäume. Daher sollten wir wahrscheinlich mit denen irgendwie dann mehr verkehren. So, was ist da? Ach so, das ist mein Holzfäller. Ja, okay. Hier wollte ich doch jetzt gucken. Genau. Rüstung für Bogenschützen. Besser. Sehr gut. So, dann kommen wir hierher, Jungs. Und Mädels. Sehr gut. So wollen wir sehen. Das ist ein Geschnetzel. Ja. So ist das auch gleich viel schöner. So, wir werden hier mal die Gegend ein wenig erforschen. Oh mein Gott, ach, die fällen hier schon wieder Holz, ey. Das gibt's nicht. Gibt's ja wohl nicht. Ach, guck mal hier hinten. Was ist denn hier los? So. Was ist denn hier los? Ah. Ha! Ich glaub's ja nicht. Alter, ey, die können doch mal den Kacktypen mal treffen langsam hier. So, so machen wir das. Sehr schön. So, es war auch wieder ein sehr einseitiger Angriff hier. Aber, ja, es wäre jetzt echt fast ganz cool, wenn man so ein paar... Ha, guck mal. So. Ach. Ach nee. Da ist ein Turm. Okay. Das machen natürlich dann unsere... Ach guck mal, hier sind ja überhaupt keine Türme oder so. Na doch, da unten ist so ein Kanonenturm, aber das war's dann auch schon. Hier, guck mal. Bleibt mal hier stehen. Und dann guck mal, was wir von hier treffen können. Hehehe. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist ja kaum Verteidigung. Was ist denn da los? Da können wir von hier ja einiges kaputt machen jetzt. Oh ja, auf die müssen wir natürlich aufpassen hier. Diese blöden Kanonentürme hier. So, aber hier unten haben sie jetzt erstmal ein paar Leute abgezogen, weil die sind nicht mehr da jetzt. Sehr schön, sehr schön. So, da ist tatsächlich so ein Angriff im Norden hier deutlich effektiver, weil hier einfach niemand steht, der hier irgendwie durchkommt. Was sind eigentlich unsere Ziele? Steckt die französische... Ja, okay. Wir müssen die französische Flagge da oben auf den Hügel stecken. Das heißt, wir müssen einfach unsere Gegner kaputt ballern. Das wäre am einfachsten. Wenn wir die komplett zerstören. So. Wir gucken mal weiter, dass wir hier auch den nächsten Turm noch... Oder hier diesen Tribock erstmal zerlegen. Oh ja, sehr schön zerlegt. So. Müssen wir natürlich schauen, ne? Es kann natürlich auch sein, dass hier die... Ah, sehr gut. Dass hier dann auch irgendwelche Leute kommen, um sich zu verteidigen. Eine Burg schon mal gleich weniger. Ich bin mal echt gespannt. Ich glaube, da kommt gleich wer. Kommt da wer? Ne, da kommt noch keiner. Aber unsere Bogenschützen sind ja auch sehr schnell. Also sobald da irgendwer ankommen sollte, kann ich mit dem Bogenschützen da sofort hinfließen. Und hier kommt im Moment echt niemand, ne? Nur so ein paar Typen, die echt Holz fällen wollen. Aber pff, weiß nicht, was die hier wollen. Die kommen nicht weit. Ich könnte wohl vergessen, Freunde. Pass mal auf, wir reiten mal kurz hier runter. Und dann schnappen wir uns euch, ne? Wenn die da schon so schön steht. Hehe. Hallo. Hallo, Kollegen. Kolleginnen. So. Ey, die armen Frauen eigentlich. Voll frech. Dass die da auch so arbeiten mussten, ne? So, die Burg ist vernichtet. Sehr schön. Ey, das ist doch nicht ihr Ernst. Ich greife hier unten an und die verteidigen sich mit Mann und Maus. Und ich komme hier oben und es ist überhaupt keiner da, der sich hier verteidigt.
Charakter irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Läuft irgendwas schief, habe ich das Gefühl. So ganz minimal. So. Da könnte ich theoretisch sogar versuchen, mit meinen beiden Mönchen hier durchzustoßen. Vielleicht schaffen die das sogar da durch. Das wäre natürlich oberepisch jetzt. Guck mal. Zack. Bin jetzt auch sehr fix wieder. So. Ja, dann gehen wir mit euch mal hier außen rum. Und guck mal, was wir da so finden. Ob da noch irgendein anderes... Ja, die werden da überhaupt nicht aufgehalten. Okay, von mir aus. Von mir aus? Wenn es so ist, dann wird diese Mission ja doch relativ entspannt noch am Ende. So, guck mal, aber den kriegt da... Oh, guck mal, da steht auch eine Kaserne rum. So. Oh, da stehen da mehrere Kasernen rum. Ja. So. Werdet ihr ja noch hinkriegen, ja. Ja, sehr schön. Sehr gut. Die Kaserne, da bilden sie eh niemanden aus, aber ich werde die dann trotzdem mal abreißen. Haben hier alles? Die haben ja auch alles abgeholzt, ne? Na, guck mal. Dann kommen wir hier runter, können auch unsere Bogenschützen ein bisschen heilen. Ich glaube, da ist aber auch keiner gestorben. Das ist schon mal sehr angenehm. Gefällt mir. Wenn kein Bogenschütze stirbt, ist das ein gutes Zeichen. So, sehr schön. Machen wir hier die Kanonen kaputt. Die Kasernen. Moin. Die schießen einfach so durch die Mauer durch. Geil. So, alle fast geheilt, ne? Cool. Cool. Dann können wir jetzt noch das hier entwickeln. Und dann haben wir so ziemlich alles erforscht, was wir hier erforschen können. Ja. Sehr gut. Kaserne noch schnell kaputt gemacht. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wo sind die denn jetzt alle hin hier? Die haben doch hier so schön sich verteidigt. So schön sich verteidigt und jetzt tun sie plötzlich gar nichts mehr. So, könnten wir jetzt hier das Tor noch. 4000 hat das, ne? Der Wall hat nur 3000. Also eigentlich wäre es, den Wall kaputt zu machen, deutlich entspannter. Mache ich, glaube ich, auch einfach. Ich mache einfach ein Loch in den Wall rein und dann haben wir das. So. Gehen wir mal kurz hier hin. Ein Stück zurück. Dann den... Ja, sie ist zu nah für den Angriff. So. Dann ihr beide hier hinten hin. Ihr könnt hier rüberkommen. So, und die vermöbeln dann alle, die sich hier drin noch irgendwie zur Wehr setzen wollen. Damit wir auch wirklich alles kaputt machen. Eigentlich müsste ich echt nur mit dem Karren hier runter, ne? Eigentlich nur den Karren da runter, aber... Oh, scheiße. Da ist eine Burg. Oh, das ist not so nice. Die machen wir nochmal schnell kaputt hier. Ach, das muss... Oh, nö. Meine armen Mönche. Kacke. Ja, mach hier nochmal die Burg kaputt. Hä? Ich wollte gerade sagen, hä, wieso machen die Burg nicht kaputt? Man sieht nicht mal, wie sie aufprallen, die Kanonenkugeln. Okay. Interessante, lustige Burg. Aber egal, kriegen sie schon hin. So, ihr geht mal hier runter. Geht hier schon mal rein. Da stehen bestimmt noch ein paar Kanonentürme. Die wahrscheinlich gleich schießen werden. Ja, wir bleiben hier erstmal hin und sichern das erstmal. So. Ja, blöde Kaserne. Blöde Burg, meine ich. Wieso steht hier außen eine Burg? Hä? Logical Error, würde ich sagen. Ich hätte die ganzen Dorfbewohner nicht töten sollen. Die Dorfbewohner muss man eigentlich mal schön am Leben lassen, weil wenn die neue Dorfbewohner bauen, können sie dafür ja keine Einheiten produzieren. Immer ganz geil. 7000 Lebenspunkte hat die fette Burg. Hier, unsere hat nur 5000. Aber wenn ich hier Wehrgänge, dann ne, gibt es natürlich nochmal 20% mehr. Elite-Axtwerfer, ja. Was bringt denn das noch? Nur mehr Lebenspunkte, okay. Ah, hier, Wehrpflicht, dann werden sie schneller erschaffen. Das ist natürlich ganz geil. Ach, guck mal. Ich habe da wen rumlaufen sehen. Ha, ich habe da wen rumlaufen sehen. Aber, ja, relativ egal. Wenn da jetzt einer so ein Typ rumlungert. So, müssen wir uns hier mal umschauen, heimlich. Ach, guck mal,
So. Guck mal her. Und den hier natürlich auch gleich. Zack. Sehr schön. So. Bleiben wir natürlich hier und sichern uns. Sehr gut. Du kommst mal hier runter mit. Mhm. Stall ist gleich vernichtet. Sehr gut. Das ist schon mal das Erste. Toll, der andere schießt hier nur in den Wall rein. Ja. Einmal schön heilen, Kollege hier. Den bitte einmal heilen. Wo läuft der hin? Achso, kann er von hier. Okay. Okay. Sehr gut. So, dann die nächsten. Ja, danke. Und den letzten auch noch hier. Ach komm, der hat ja sowieso kaum Lebenspunkte verloren. Okay. So, dann schauen wir uns mal hier um. Also, hier oben ist... So. Das müssen wir mit denen hier machen. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Ach, guck mal. Ja. So, macht sie platt. Okay, komm mal hierher, meine Lieben. Wir brauchen euch mal kurzfristig. Oh oh, Moment. Den müssen wir umhauen. Boah. Hier. Den. Ja, macht er kaputt, ne? Sehr gut. Ach so, die sind ja schon wieder. Drei sind ja schon wieder frisch hier. Sehr gut. So, dann können wir eigentlich hier gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Eigentlich müssen wir echt nur mit dem Karren dahin, ne? Das ist mir natürlich ein bisschen riskant. Aber. Wir sollten es mal probieren, den Karren hier einfach rüber zu schicken. Boah, ey, das kann echt voll in die Hose gehen. Das kann echt voll in die Hose gehen. Ich hole mal die hier hoch. Und dann... So, Kollegen. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Mhm. So viel ist hier ja gar nicht, ne? So, hier, kommt. Dann stellen wir uns mal hier hin und machen hier ein bisschen kurzen Prozess mit den Dorfbewohnern. Tschüss. Ist ja eigentlich schon frech, ne, was ich hier mache. Ist schon fies irgendwie. Ist schon ziemlich dreist, was hier so einfach abgeht, ne? Einmal so alle mal geschnetzelt. So, den hier. Dann den hier. Sehr gut. Wir sichern jetzt hier das Territorium. Oh, 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 oh. Eine Burg ist natürlich nicht gut. So, holen wir die hier mit dazu. Dann können die hier... Dann muss ich gleich gucken. Wahrscheinlich wird hier gleich das nächste abgehen. Dass hier schon wieder irgendwelche Typen dann kommen und meine Kanone vernichten wollen. Okay, dann geht ihr mal hier oben hin. Kollegen, ich hoffe, die überleben das. Ey. Wenn die das nicht überleben, dann wäre es ziemlich bitter. Ja, sehr gut. Hier wird gleich noch geheilt ein bisschen. Sehr geil. Ja, so eine Armee mit Briten Bogenschützen ist in jedem Spiel geil. Also jetzt vor allem hier ist natürlich, weil sie sind schnell, wendig, können rucki-zucki überall hinlaufen und kriegen dann natürlich echt, echt geile Sachen hin. Können damit echt viel machen. So, ich muss natürlich echt gucken, dass hier die hier halbwegs gesichert werden. Und komm, die hier kann, die baut halt hier hinten mal ein Holzfäller hin. Puh. Na, mal sehen, ob sie sich noch einmal wehren. Aber wir müssen echt nur mit der französischen Flagge dahin. Der Hügel in Castillon. Castillon. Ja.
So, der ist auch weg. Sorry. Was läuft der hier lang rum? Warum läuft der hier lang? Was will der hier? Ja, und hier unten kommen die, glaube ich, auch nicht viel weiter, ne? Also, die sind auch echt fast ausgestorben. Ich glaube, die haben nicht mehr wirklich viele Rohstoffe. Die haben nicht mehr viele Rohstoffe. So, geil, Jocelyn! Jocelyn, der kommt jetzt mit. Und wird jetzt hier natürlich alles finden. Alter, ey. Die Burgen sind echt heftig. Die sind schon krass, ey. 7000 Lebenspunkte? Da kann man nichts gegen sagen. Aber lange wird er auch nicht mehr leben. Und jetzt ist der Marktkarren angekommen. Und wir haben gewonnen. Vive la France! Yes! So, wie viele Verteidiger standen hier unten noch? Gar keiner? Toll, jetzt haben sie keine Einheiten mehr. Das gibt's ja nicht. Jetzt, wo ich hier ja, mich mühsam über den Norden vorgearbeitet habe, haben sie unten natürlich plötzlich keine Einheiten mehr. Ist klar. Jetzt haben sie die haben kein Gold mehr gehabt, glaube ich. Ich glaube, denen ist das Gold ein wenig ausgegangen. Na, wenn man auch nur Reiter und Bogenschützen baut, dann ist natürlich kein Wunder. Ist natürlich klar, dass man irgendwie auch so ein bisschen Gold verliert. Ach, das ist noch ein Turm, da ist doch noch Gold. Hm, haben sie irgendwie vergessen wohl. So, da ist der Hafen von denen. Die Schiffe sind auch weg. Okay. Was haben die hier unten gemacht? Die hatten anscheinend auch nicht mehr viel zu tun. Ach so. Ah. Die hatten nur noch hier oben ein bisschen Holz und sonst haben die hier unten schon alles abgefarmt. Okay, verstehe. Deswegen haben die auch so langsam keine Einheiten mehr produziert, weil die einfach auch kein Holz mehr... Hä, aber die haben ja nicht mehr auf den Feldern gearbeitet. Was ist denn da los? Ja, was soll's. Okay, ist mir recht. Soll mir recht sein. Darf das Spiel beenden. Ja, möchte ich. Natürlich möchte ich das. A century of English toil, blood and victories was reversed in a little over a year by a teenage girl. Okay. The Hundred Years War has ended. Warum jetzt auf Englisch? John's axe reignited a sense of French nationalism. Peasants and nobles alike no longer belong to lords and kings, but to France herself. We will not let Jean be forgotten. Already statues and stained glass portraits have been commissioned in hundreds of towns and cities throughout France. Her verdict of guilt was rightfully reversed, and eventually Jeanne of Arc was beatified as a saint. Sometimes the outcome of history is determined by strength of arms. Other times by happenstance. But in 15th century France, history was determined by the will of a young girl, the only person in history to command the armies of an entire nation at the age of 17. Mhm. Ja. Mit 17 Jahren, genau. Ja, ich weiß jetzt zwar nie, warum das Ganze jetzt auf Englisch hier uns vorgetragen wurde, aber ist ja auch mal nicht schlecht, das auf Englisch zu hören, nicht? Oh, wir haben am meisten Gesamtpunkte sogar. Was denn da los hier? Meine Militärstatistik, 914 getötete Einheiten. Ja, das hört sich irgendwie tatsächlich so an, als wäre es tatsächlich so gewesen, ne? Die Burgunder haben immerhin zwei von mir umgebracht. Ja, Shrewsbury, 16, darunter zwei Helden gleich, die sie erlegt haben. Bekehrung 20. Oh, Burgund hat einen bekehrt. Ach ja. So, gesammelte Nahrung ist Burgund am besten dran. Krass, aber ich habe mehr als die Briten. Wahnsinn. Holz haben die Briten am meisten. Okay. Gesammelte Steine habe ich am... Nee, die Briten. Verdammt. Ah, Gold. Hier, Gold. Guckt euch das an. Ah, wie schön losgelegt. Hm. Die Burgunder haben Tribut gezahlt. Wohin das denn? Verstehe ich nicht ganz. Na, man weiß es nicht. Vor allem, es hat keiner Tribut erhalten. Ah, doch ich. Hä? Wann habe ich mir Tribut gezahlt? Wofür? Was? Verstehe ich nicht ganz. Ach so, okay, als ich deren Lager da abgerissen habe. Okay, ich verstehe es doch. So, drei Burgen hatte ich insgesamt, die Briten hatten vier. Größte Bevölkerung 32 bei den Burgundern. Mhm, bis zum Ende überlebt, ja. Und hier nur drei große Schlachten und eine von den Briten, die Briten dann gewonnen haben. Und hier ist Shrewsbury. Okay. Aha. Ja? Warum steht die Schwierigkeit jetzt auf Standard? Warum nicht auf Mittel? Warum
ist nur noch eine Welt. Hä? Verstehe ich das? Muss ich das verstehen? Hat das irgendwas damit zu tun, dass das Ganze auch plötzlich auf Englisch ist? Nö, ne? Keine Ahnung. Müsste man mal gucken. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also die Folge ist eh vorbei, deswegen werde ich mal gucken, ob das jetzt wirklich die letzte, ich glaube, das war die letzte Kampagne von Johanna von Orléans. Bin ich mir relativ sicher, so allein schon wie die Storyline da gerade klang, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher im Endeffekt und ich werde es lieber noch nachprüfen und werde jetzt nur die ersten Missionen nochmal durchspielen. Natürlich nicht, ich werde jetzt natürlich ganz frech einfach den Cheat benutzen, den ich mir irgendwo aus dem Internet mal rausgucken muss. Ich weiß gar nicht, irgendwie war der Win mit Ausrufezeichen oder sowas, aber mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal machen wir wahrscheinlich mit der Saladin-Kampagne weiter, wenn das die letzte Mission von Johanna war. Und dann, ja, hoffe ich, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.